Der Ton von dem Video wird nicht erst die Sahne sein, weil mir ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar habe ich das Mikrofon ins falsche Stecker reingesteckt. Aber viel Spass beim Schauen, es ist trotzdem gut. Hey zusammen, wir sind gerade im Pracecamp. Wenn ich dieses Video noch schaffe, in 3 Stunden und 50 Minuten aufzuladen, dann habe ich mein Jahresziel erreicht, und zwar 10 WGDW-Videos zu machen im 2018. Das andere Ziel habe ich schon erreicht, und zwar 100 Abonnenten zu haben. Das habe ich vor 4 Stunden habe ich 100 Abonnenten gehabt und habe das erreicht. Yay! Wenn ich euch jetzt geschwind zeige vom Pracecamp, ich habe die Leute gefragt, sie sollen das Pracecamp mit einem Wort beschreiben. Müdigkeit. Hammer! Secondhand-Job. Wenn ich schlafe. Überwältigend. Jesus. Frisch. Schöpfen. Kraftvoll. Viel. Hammer. Schlaflos. Gemeinschaft. Okay. Spass. Nice. Bombe. Helfstark. Ermutigung. Gemeinschaft. Multiplikation. Grossartig. Herrlich. Fang. Liebe. Menschen. Auf Kaffee! Vielfalt! Kaffee! Pray! Pray! Hey, ich habe x Leute müssen fragen, bis endlich das Wort kam, das wir gesucht haben. Und zwar haben wir gesucht. Pray! Genau! Niemand hat schon vorhin gedacht, das Wort Pray ist, um es mit dem zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob es positiv oder negativ ist oder wie wir das einordnen, aber auf jeden Fall, wir haben es geschafft, das Wort Pray. Die Woche ist folgendes gegangen, und zwar sehen wir das hier auf dem wunderschönen Wochenplan. Einerseits hier am Morgen bei dieser Leiterinfo, die es damals hat, haben Julia und ich mitgearbeitet und mitgewirkt. Dort haben wir so eine coole Gebetswand gemacht und die haben wir heute am 31. schon wieder abgeräumt. Dann das andere, was etwas mega Schönes war die Woche, war der Morgenworship. Der Morgenworship, der einmal nach dem Leitergebet stattgefunden hat. Das war, unsere Jungs sind auf der grössten Bühne dürfen spielen, und ich bin tief bewegt von denen und mega stolz auf euch. Also Jungs und Mädels, sind nicht nur Jungs, aber dort gespielt, ich bin mega stolz auf euch. Ja, den Rest des Tages haben wir meistens ein bisschen verpennt, weil wir müde sind, früh aufgestanden und spät ins Bett gegangen sind. Aber am Abend waren wir eine Plenum-Session, wo Eindrücke waren und dürfen sehen, was alles gegangen ist bei diesen Leuten in dieser Woche. Und das Essen natürlich auch nie dürfen fehlen, das war auch das Top gewesen. Wie war das Essen? Und am 29. Ist das richtig? Nein, am 28. haben Julia und ich noch für Nachtruhe sorgen. Julia ist gut pennen gegangen und ich habe für Nachtruhe gesorgt mit ein paar anderen Leuten. Das war recht easy gewesen. Genau. Und das war schon alles, was diese Woche alles gegangen ist. So, dann wäre es mit meinem letzten Video vom 2018. Ich habe mein Ziel erreicht, ich konnte die Videos machen. Es war mega geil und ich habe mega viel gelernt, und ich würde auch im nächsten Jahr, im 2019, mir wieder neue Jahresziele setzen. Für das nehme ich mir den ganzen Januar Zeit, um 3 gescheite Jahresziele zu setzen. Ich möchte dich ermutigen, setz dir auch gute Jahresziele, sodass 2019 du weiterkommst in deinem Leben. Be blessed and see you. Danke vielmals fürs Schauen.